Willkommen, Grisha. Oh, wie war die Ausbildung? Langweilig. Aber notwendig, Genosse Unteroffizier. Die Rekruten werden gebraucht. Tovarisch! Schön, Sie alle hier zu sehen. Und erst recht, Ihnen zuzuschauen. Beim Durchbrechen der Mauer. Wir zeigen den NATO-Hunden, wie man kämpft. Die wollten uns zur Aufgabe zwingen. Die dachten, wir würden einfach umfallen. Aber heute demonstrieren wir, dass die Rote Armee niemals nachgibt. Heute zeigen wir denen die Macht der Sowjetunion. Romanov, der Sprengstoff wird gezündet in 3, 2, 1, jetzt. Sokol 1 an alle Kampfgruppenelemente. Heute befreien wir West-Berlin von den amerikanischen Unterdrückern. In wenigen Minuten lassen wir Feuer auf den Feind regnen. Leutnant Romanov, beginnen Sie mit dem Artilleriesperrfeuer. Die Mauer wird durch bereits platzierten Sprengstoff... Neue Mission bestätigt. Bombardieren die Zielkoordinaten. Hier Sokol 1. Roter Morgen. Ich wiederhole. Roter Morgen. Macht mir Ehre. Artillerieangriff ausgeführt. Feindliche Volltreffer werden bestätigt. Kommandant, Ende. Wir haben 3 Hauptmissionsziele. Die Vernichtung des 6. US-Panzerbataillons, die Sicherung der Moltke-Brücke über die Spree und die Säuberung der Straße des 17. Juni für das Armeekommando. Leutnant Romanov, rücken Sie mit Ihrem Panzerzug zur Abschnittslinie Wolga vor. Vernichten Sie unterwegs alle Feinde. Wir müssen die Straße des 17. Juni bis zum Mittag sichern. Das ist die Hauptstraße. Das Armeekommando plant zur Feier des Sieges, den wir erzielen werden, eine Parade auf der Straße. Der Vormarsch hat begonnen, Romanov. Lassen Sie Ihre Panzer angreifen. Sofort. Zug anzugreifen, Leutnant. Strecke zur Abschnittslinie. Rücken Sie weiter vor. Sie müssen unbedingt zur Abschnittslinie, Romanov. Ich mache Ihnen den Weg frei. Malaschenko und Sokol 1. Der Widerstand ist heftiger als erwartet. Prior. Verstanden, Malaschenko. Sie bekommen Unterstützung. Feinde im Zielgebiet wurden vernichtet.
Abschnittslinie Wolga ist sicher. Romanov, wir müssen die Straßenkreuzung sichern. Sie greifen den Feind an der Flanke an und Malaschenko rückt weiter vor. Ihr Malaschenko, wir rücken jetzt vor. Wir müssen uns beeilen, Leutnant. Bringen Sie Ihre Einheiten in Position. Fordern Sie bei Bedarf Feuerunterstützung an. Koordinaten sind erfasst. Bomben werden geladen. Ende. Eure Mission bestätigt. Bombardieren die Zielkoordinaten. Schwere Panzer rollt. Rücken jetzt raus. Wir haben uns volle Deckung geschossen. Feindliche Verluste sind hoch. Enge und auf. Jetzt müssen wir die Verteidigung zur Abwehr eines Gegenangriffs einrichten. Ausgezeichnet. Die Straßenkreuzung ist gesichert. Jenjevre für Sokol 1. Liegen unter schwerem Beschuss an der Moltke-Brücke. Können Sie nicht halten. Wir haben Hubschrauber. Wiederhole, die haben... Dnjepr? Dnjepr, bitte melden. Schaut, wir müssen die Moltke-Brücke sichern, sonst fällt die gesamte Flanke. Romanov, Sie müssen Abteilung B verstärken und die Brücke erobern. Sie brauchen Flugabwehrunterstützung gegen diese Hubschrauber. Fordern Sie über den Unterstützungskanal Verstärkung an. Da. Die Amerikaner schießen sie in Stücke, wenn sie sich nicht selbst schützen können, Leutnant. Artillerieangriff läuft ab. Angriffsgebiet meidet. Wir senden uns aus. Geben Sie uns den Befehl, den Feind zu überrollen. In der Angriffszone befanden sich keine Feinde. Wir rücken unterwegs. Gute Entscheidung, Romanov. Die Einheiten sind in Kürze bei Ihnen. Sollen wir die feindliche Linie durchbrechen? Sie sind bereit, Leutnant. Und jetzt auf zur Brücke. Säubern Sie unterwegs den Himmel. Jawohl, da war ich kommandiert. Sie werden gleich von Feindhubschraubern beschossen, Leutnant.
sind weitere Feindhubschrauber im Anflug auf Sie, Romanov. Gekommen sind, Romanov. Die ganze Flanke wäre gleich gefallen. Stoßen Sie jetzt durch und sichern Sie die Brücke. Die Brücke noch nicht überqueren. Sorgen Sie nur dafür, dass sie sicher ist. Wir haben die Brücke. Stellung halten und Sandsackbefestigungen errichten. Es kann jederzeit ein Gegenangriff erfolgen. Wir haben einen feindlichen Bataillon eliminiert. Panzerabwehrstellungen, Romanov. Machen Sie Ihren Männern Dampf. Hier, Sakol 1. Die Moltke-Brücke ist jetzt unter unserer Kontrolle und die Nordflanke ist gesichert. Wir verdanken Leutnant Romanov sehr viel. Leutnant, ich weise Sie jetzt Abteilung B zu. Sie wird jetzt zur Kampflinie. Gehen Sie in Position und halten Sie sich zum Vorrücken bereit. Sie sollten die Gelegenheit auch nutzen, um Ihre Verluste zu ersetzen. Wir warten auf Sie, Romanov. Bringen Sie Ihre Einheiten in Position. Vier schwerer Panzer. Da war ich Kommandier. Wo sollen wir hin? Jawohl, da war ich. Wir rücken jetzt aus. Romanov, rücken Sie mit Abteilung B zur Hauptstraße vor. Treffen Sie sich dort mit Hauptmann Malaschenko. Die Amerikaner planen einen Gegenangriff. Abteilung A vorrücken. Abteilung B vorrücken. Dieser Tag soll in Erinnerung bleiben, Genossen. Sakol 1, Ende. Hier Sakol 1. Verbündete Hubschrauber kommen zu Ihrer Unterstützung. Dank unseren Genossen von der Frontovaja Aviatia. Sakol 1. Malaschenko nas Jasi. NATO-Hubschrauber greifen an. Wir brauchen sofort Flakverstärkung. Romanov. Sie haben die nötige Ausrüstung. Helfen Sie Hauptmann Malaschenko nach Kräften. Losfahren! Tempo, unterwegs!
Ich will, dass Sie sich mit Kaufmann Malaschenko treffen. Sie beide bilden den Wellenbrecher, auf den die Amerikaner auflaufen und an dem sie untergehen werden. Malaschenko, Bericht. Gabarit Malaschenko, wir begeben uns jetzt zur vorgelagerten Position. Ich sehe amerikanische Panzer anrollen. Gut, die werden gleich ihren Gegenangriff starten. Romanov, wo sind Sie? Die feindlichen Hubschrauber reißen meine Leute in Stücke. Gabarit Malaschenko, ich brauche Ihre Flak-Einheiten hier. Sofort, Romanov. Vielen Dank, Leutnant. Sie haben heute viele Leben gerettet. Das werden wir Ihnen nicht vergessen. Malaschenko, Ende. Panzer ist unterwegs. Panzer rollt. Vorsichtig, greift das Ziel an. Panzer rollt. Unsere Ketten rollen. Hier ist Sokol 1. Alle Einheiten sind in Position. Die Amerikaner nähern sich. Abteilungen A und B sollen die Lücke weiter schließen, während Leutnant Romanov und Hauptmann Malaschenko die Mitte halten. Romanov, Sie bekommen das Kommando über sämtliche Feuerunterstützungseinheiten. Es sind TU-95 im Aktiv. Setzen Sie bis zur Ankunft alles ein, um den Angriff der Amerikaner aufzuhalten. Die erste feindliche Staffelformation ist da. Fordern Sie Artillerie und Luftangriffe an, Romanov. Gabarit Malaschenko, wir würden die Hauptstraße beschädigen, wenn wir ziellos Feuerunterstützung anfordern. Ich will diesen Kampf gewinnen, Hauptmann, nicht einen Paradeplatz für das Armeekommando erhalten. Setzen Sie die Mission fort. Verstanden, Sokol 1. Malaschenko, Ende. Angefordert. Wir feuern. Ende und aus. Die Amerikaner setzen alles ein, was sie kann. Ich baue darauf, dass sie damit fertig werden, Leutnant. Gabarit Malaschenko, heute ist ein ruhmreicher Tag für das Vaterland und den Sozialismus. Bald schon wird West-Berlin frei sein. Die Amerikaner müssen verzweifelt sein, wenn sie uns derartig angreifen. So. Sie benehmen sich wie Idioten. Sie werden wie Idioten sterben. Tempo! Tempo! Tempo unterwegs! Unterwegs! Danke! Unterwegs! Unterwegs! Wo wollen Sie unsere Feuerkraft haben? Grandangriff leicht! Sie haben die Panzer zerstört! Vorsicht! Bring leider Dinge mit! Sokol 1 an alle Einheiten. Bleiben Sie, wo Sie sind. TU-95-Bomber sind unterwegs, um die restlichen Feinde auszuschalten. Ich wiederhole, bleiben Sie, wo Sie sind. Nicht ins Zielgebiet vorrücken. Wir Pierko, wir setzen unsere Ladung ab. Also Vorsicht. Angriff erfolgreich. Kehren zum Stützpunkt zurück. Bierkut, Ende. Wir haben sie zermalmt. Sokol 1 an alle Kampfgruppenelemente. Die Amerikaner sind vernichtet und der Zugangsweg ist gesichert. Ich bin unheimlich stolz auf euch alle. Aber ich bitte, dass ihr der Kameraden gedenkt, die heute gefallen sind. Ohne ihr Opfer hätten wir heute nicht gesiegt. Sokol 1, Ende.